Am 9. Dezember 2022 bringt Alexandra R. ihre Pflegetochter in die Kita. Danach fehlt jede Spur von ihr. Später an dem Tag meldet ihr Lebenspartner die damals 39-Jährige als vermisst. Sie ist im 8. Monat schwanger. Die Polizei startet eine groß angelegte Suche, durchsucht unter anderem mit Tauchern den Kanal, ohne Erfolg. Am 6. September 2023 werden dann Alexandra R.'s ehemaliger Lebenspartner Dejan B. und dessen Geschäftspartner Ugo T. festgenommen. Sie sollen Alexandra R. entführt und ermordet haben, um andere Straftaten zu vertuschen und wieder Zugriff auf ihr Geld zu bekommen. Alexandra R.'s Leiche wurde aber bis heute nicht gefunden. Am 9. April 2024 startet ein reiner Indizienprozess am Landgericht Nürnberg-Fürth. 32 Tage dauert die Hauptverhandlung, über 100 Zeugen werden angehört, unzählige Beweismittel besprochen. Obwohl es weder eine Leiche noch direkte Tatzeugen gibt, spricht das Gericht Dejan B. und Ugo T. am 24. Juli wegen Mordes schuldig. Die Verteidigung hatte vorher versucht, viele der Beweise zu entkräften und einen Freispruch gefordert. Ja, und bei mir ist jetzt Tina Hase, Sprecherin des Oberlandesgerichts Nürnberg-Fürth. Hallo, Frau Hase, schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Wir haben es gerade gehört. Das Gericht hatte die Wahl, sage ich mal, zwischen einem Schuldspruch wegen Mordes und einem Freispruch, hat sich am Ende für den Schuldspruch entschieden. Wie kam das Gericht zu der Entscheidung? Weil es gab den wichtigsten Beweis für Mord, nämlich eine Leiche, nicht. Es gab nur Zeugenaussagen und andere Beweise. Ich stelle mir das extrem schwierig vor, diese Entscheidung. Das Gericht musste am Ende zu einem Ergebnis kommen, zu einer Überzeugungsbildung. Und der Vorsitzende Richter hat eben die Urteilsbegründung damit angefangen, die Kammer ist davon überzeugt, dass Alexandra R. nicht einfach spurlos verschwunden ist, sondern dass beide Angeklagte sie auf spurenarme Weise getötet haben. Nach all den Indizien, die über die Beweisaufnahme eben eingeführt wurden, ist das Gericht am Schluss zum Ergebnis gekommen, dass beide die Tat gemeinsam geplant und ausgeführt haben, am 9. Dezember Alexandra R. zunächst überwältigten. Sie fesselten sie zu einem Schreibenzwang, in dem sie die Betrugsanzeigen zurückgenommen hat und dann eben anschließend töteten. Die Leiche ist an einen unbekannten Ort verbracht worden. Welche Indizien waren denn dann für das Gericht am entscheidendsten, die zu diesem Urteil geführt haben? Ein ganz wichtiges Indiz war ein Knebel, also ein Panzertape, das gefunden wurde, an dem sich Haare gefunden hatten. Das war eben gerade das Beweisanzeichen für die Fesselung. Daran war auch ein Fingerabdruck des Mitangeklagten Geschäftspartners. Und an einem Besen in der Lagerhalle, der eben dann auch der Tatort nach den Feststellungen des Gerichts ist, waren eben Haare ähnlich wie diesem Tape gefunden worden von Alexandra R. Es gab auch dieses Anzeigenrücknahmeschreiben, das bei der Justiz eingegangen ist, das nach einem schriftvergleichenden Gutachten eben in einer Stresssituation entstanden ist. Und die Spuren aus den Autos, den Fahrzeugen, also die Videoüberwachung, die die Fahrzeuge aufgezeichnet hatten, hatten für das Gericht ein klares Bewegungsprofil ergeben. Daran hatte man auch gesehen, dass der mitangeklagte Geschäftspartner nach Österreich gefahren ist, ins Ausland, dort, wo das Handy von Alexandra R. später gefunden wurde, auf einem Sattelschlepper. Und dazu kam eben auch, dass der ehemalige Lebenspartner, am Morgen am Wohnhaus von Alexandra R. von einer Nachbarin gesehen wurde. Eine Zeugenaussage während dem Prozess ist mir persönlich einfach in Erinnerung geblieben. Ein Mithäftling von Ugo T. hat nämlich ausgesagt, dass der ihm im Gefängnis wiederum erzählt hat, er wäre am Verschwinden von Alexandra R. beteiligt gewesen, sie wäre in der Türkei und könnte nichts mehr sagen, so war der Wortlaut. Welche Rolle hat diese Aussage denn dann im Prozess noch gespielt? Es war ganz allgemein wichtig, dass man eben Zeugenaussagen hatte oder Angaben, ob jemand Alexandra R. noch gesehen hat oder ob es eben Angaben der Beteiligten oder Angeklagten zur Tat gab. Und dadurch, dass die Angeklagten im Ermittlungsverfahren und auch im Strafverfahren keine Angaben gemacht haben, kamen eben solchen Dritten, die etwas gehört haben, Zeugen vom Hörensagen, besonderes Gewicht zu. Für die Verteidigung war das letztlich ein Angriffspunkt im Plädoyer, auch in ihrem Schlussvortrag, weil der Zeuge ein Strafverfahren zu erwarten hatte und sich möglicherweise da auch Erleichterungen erwartet hat. Für das Gericht war am Schluss in der Beweiswürdigung, in der mündlichen Urteilsbegründung, diese einzelne Aussage nicht mehr von besonderem Gewicht. Jetzt ist der Fall ja mit diesem Urteil nicht abgeschlossen. Dejan B. und Ugo T. haben Revision eingelegt gegen das Urteil. Wie geht es da denn jetzt weiter? Soweit ich weiß, gibt es eine bestimmte Frist, während der man die Begründung für die Revision einlegen muss. Was passiert da jetzt als nächstes?
Es ist für die Zulässigkeit von Bedeutung, dass man binnen Wochenfrist nach der Urteilsverkündung das Rechtsmittel schon einlegt. Das haben beide Angeklagte über ihre Verteidiger getan. Das Gericht hat, weil es ein langer Prozess war, eine längere Urteilsabsetzungsfrist. Es hat zwar schon mündlich das Urteil begründet, aber noch nicht schriftlich ausführlich niedergeschrieben, was passiert ist, warum das Gericht diese Annahme hat, wie die einzelnen Beweise gewürdigt werden. Das hat das Gericht im Moment noch zu tun. Diese schriftliche Absetzungsfrist läuft bis Mitte Oktober. Dann wird das Gericht das Urteil an die Verteidigung, an die Angeklagten zustellen. Und ab dem Zustelltag läuft diese weitere zweite Frist, die Revisionsbegründungsfrist, die einen Monat beträgt. Und erst dann können die Akten dem Bundesgerichtshof vorgelegt werden und sich später eben der Bundesgerichtshof damit befassen. Das heißt, mit der Revision befasst sich dann der Bundesgerichtshof. Beschäftigt sich denn auch die Polizei nach wie vor mit dem Fall? Weil die Leiche fehlt ja immer noch. Das heißt, trotz diesem Urteilsspruch, es bleibt so ein bisschen eine Unsicherheit zurück, finde ich. Die Leiche ist nach wie vor nicht gefunden. Das heißt, wenn es jetzt noch Hinweise aus der Bevölkerung oder sonstige Spuren gibt, die auf einen Fundort deuten, dann würde die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Ermittlungsbehörden dem noch nachgehen. Für das Gericht oder den Instanzenweg ist das Verfahren als solches zunächst abgeschlossen in erster Instanz. Es bleibt eben diese Rechtsmittelkontrolle. Aber etwaigen Spuren würden die Ermittlungsbehörden auf jeden Fall noch nachgehen. Das heißt, vielleicht findet sich irgendwann die Antwort darauf, wo Alexandra R. jetzt ist. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Frau Hasse.